So, hi Leute, ich bin's wieder, Marc. Ich hatte ja ganz groß so ein Wadenvideo angekündigt. Und das habe ich jetzt zwar gemacht, ne, werdet ihr auch im Anschluss an der Ansprache hier sehen. Aber wenn ich jetzt so richtig drüber nachdenke, ja, so wirklich so intensiv extra Wade trainiert habe ich eigentlich nie, ne? Mein Kollege hat mich auch darauf gebracht. Er sagte: Komm, du hattest doch in der Schule schon diese etwas dickeren Waden. Und ja, okay. Dann denke ich mir auch: Also, der größte Teil ist wahrscheinlich Veranlagung. Und ne, auch früher so Leichtathletik, Fahrradfahren und alles kommt natürlich dem noch zugute. Ne? Ja, ich habe schon mal ein Wadenvideo gemacht. Ne, da werde ich auch den Link nochmal drunter setzen. Das sind eigentlich die beiden Übungen, die ich mache. Ne? Und jetzt im Anschluss seht ihr auch so ein bisschen, so wie ich in Maximalbereich hochgehe bei der Wade. Ne, weil da spiele ich natürlich gerne mit Gewichten rum, weil ich da enorme Kraft drin habe. Ne? Allerdings, wenn ihr ziemlich starke Waden habt, hat das natürlich auch wieder einen Nachteil. Ne? Eure Achillessehne und eure Wade sind natürlich so massiv, dass sie halt große Bewegungen nicht zulassen. Ja, das ist auch meine, ich sag mal, Ungelenkigkeit für die Kniebeuge oder fürs Kreuzheben. Ne? Das ist dann natürlich scheiße. Allerdings habt ihr natürlich dadurch auch viel ja, so, Sprungkraft oder, ne? Oder diese Federkraft kennt ihr ja. Ne? Ja, die Kraft, die in den Boden reingeht, die kommt auch dann halt wieder raus. Ne? Also die wird praktisch wie eine Sprungfeder funktioniert das. Ne? Könnt ihr mal googeln. Ja, wie gesagt, ihr seht jetzt im Anschluss das Video. Ne? Und vorweg möchte ich noch so eine Ankündigung machen. Ich werde jetzt die Tage nochmal ein Technikvideo zum Thema Bankdrücken machen. Ne? Weil ich ja auch, ich hatte zwar schon mal so ein Ding gemacht, aber auch viele Sachen noch vergessen zu erwähnen, die sehr, sehr wichtig sind. Ne? Auch für Anfänger. Ne? Von wegen mit, ja, egal. Jetzt werde ich auf jeden Fall alles in dem Video sagen. Ne? So, schaut euch das Video an. Bis dann, Jungs. So, jetzt seht ihr natürlich das Wadenvideo, wie angekündigt. Ja, das ist, wie gesagt, meine Lieblingsübung. Also es gibt ja auch nicht so viele Wadenmaschinen, ne? Davon mal abgesehen. Also bei uns gibt es nur zwei. Ne? Und da ich immer mit sehr, sehr viel Gewicht arbeite, ne, um überhaupt einen Reiz zu spüren oder einen Effekt hervorzurufen, ne, sind halt das die beiden Maschinen, die ich benutze. Ne? Und wie gesagt, die andere, guckt einfach den Link. Ich habe da, guckt einfach den Link an. Ich habe da unten nochmal so ein, ich habe ja schon mal so ein Wadenvideo gemacht. Da ist die andere Übung auch mit drin. Also wie gesagt, ich mache dann hier so meistens so Warm-up, so einbeinig. Ja. Okay, es ist jetzt auch so ein bisschen mehr so eine Art Kraftdemonstration, oder halt mal zeigen, was man so in der Wade haben kann. Ne. Allerdings hat alles Vor- und Nachteile. Ne. Der Vorteil ist, ihr habt viel Kraft in der Wade. Ja, und der Nachteil ist, ja, ihr seid natürlich im Bewegungsradius ziemlich eingeschränkt. Ne? Ihr habt, wie gesagt, ihr habt Probleme dann natürlich Kreuzheben richtig runterzugehen, ohne nach vorne zu kippen oder in der Kniebeuge. Okay, da geht es noch, wenn ihr ein bisschen so die Knie nach außen dreht. Ne? Aber sonst hat das im bewegungstechnischen Bereich halt ziemlich starke Nachteile. Ne? Dafür habt ihr natürlich Kraft in der Wade. Ne? So, und wie gesagt, also mein Kollege sagte das zu mir, du hast sie früher schon gehabt, so dick. Ne? Du kannst ja jetzt nicht zeigen, wie die so dick werden, wenn die schon immer so dick waren. Ne? Das ist dann halt, okay, das ist dann der Nachteil. Ne? Aber ich denke mal, dass sie früher nicht ganz so stark waren wie jetzt. Ne? Und ich guck, ihr seht, es gibt ja einmal diesen Bereich der Wade, ne, und dann gibt es den anderen Bereich der Wade. Ne? Ne, und diesen inneren Kreis, den ihr jetzt gesehen habt, ne, der eine Muskel,
der ist halt bei dieser Übung ziemlich stark im Vordergrund. Ne? So, jetzt nehme ich natürlich schon alles, was da ist. Ne? Mehr geht leider nicht. Und selbst da ist es eigentlich recht spielerisch. Ne? Jetzt wollen wir dem Ganzen noch einen draufsetzen und lassen den Raffi noch drauf. Da ist jetzt nur ein Versuch. Ihr seht jetzt auch, dass ich gar nicht mehr so richtig hochgehe, aber ja, selbst das ist möglich. Ne? Also nochmal 90 Kilo mehr. Ja, ist, ja, wie gesagt, also seht das Video als ein bisschen als Kraftdemonstration und jetzt nicht als Trainingsanleitung, weil das ist, weiß Gott nicht. Ne? Und wie gesagt, viel Veranlagung gehört dazu. Ja, stimmt, doppelt. Also, bis dann, Jungs. Haut rein.